Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge und... Oh nee. Ohne Schmarrn, die ganze Zeit, wo ich jetzt hier die Postfolge vorbereitet habe, habe ich gesehen, unser Nachbar holt einen Rasenmäher raus. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, der könnte eventuell noch warten, aber nein, der wartet jetzt nicht. Also wenn ihr irgendein Rauschen oder Brummen im Hintergrund hört, das ist mein lieber netter Nachbar, der jetzt unbedingt den Rasen mähen muss. Aber gut, Samstagnachmittag macht man ja nichts anderes. Von daher, es sei ihm vergönnt, dass er seinen Rasen mäht. Okay, ich habe zunächst mal tolle, tolle Neuigkeiten für euch. Denn die liebe Melody Moonland hat mir ein Logo entworfen, also mit mir zusammen. Ich habe schon gesagt, wie ich es gerne hätte. Ich möchte mich wirklich mal an der Stelle bedanken bei der Melody, weil sie mir wirklich schon viel von meinen Serien gemalt hat und jetzt dieses Logo, ich finde es einfach nur wunderschön. Sie ist im Moment, soviel ich weiß, auch noch an einem Banner für meinen YouTube-Kanal dran mit meinem Motto, was ich mir überlegt habe. Mein Motto ist Be a Magical Unicorn, weil ich liebe Einhörner. Einhörner sind toll und einzigartig und schön. Und ja, warum nicht? Be a Magical Unicorn. Ich kann schon nicht mehr aussprechen, mein eigenes Motto. Ich sollte mich schämen. Be a Magical Unicorn. So, genau. Da ist sie im Moment noch dran und auf jeden Fall schon mal, liebe Melody, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Logo. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es ist wunderschön. Ich liebe es. So, jetzt halt. Aber kommen wir zu den Briefen. Ich habe zwei bekommen. Voila. Ein blauer und ein weißer. Und dieser blaue hier sieht sehr einladend aus. Ich zeige ihn mal von vorne. So, das ist der Brief. Und dann schauen wir jetzt mal, was da drinnen ist. Aha. Ich glaube, ein Brief und ein Bild. Schauen wir mal. Wow. Das ist groß. Ah, das unten darf ich nicht vorlesen. Aber Moment, ich knick das mal um. Dann zeige ich es euch. So wäre ja ein normales DIN A4-Papier. Aber das hier ist DIN A3. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ist aber auch cool. Okay. Hi, Julien. Ich bin Delia und auf Star Stable heiße ich Dorina Highstorm. Hallo, Delia. Du kannst alles vorlesen. Sorry, ich kann nicht so gut schreiben. Ich liebe deine Serien und ich habe beide Staffeln von Legende der Sternenfälle geguckt. Beide? Soweit ich weiß, gibt es drei. Na gut. Egal. Ich habe mir Jemmelflower, die größte Diva der Welt, gekauft. Sie rast überall gegen. Ja, willkommen in meiner Welt. Und ich mag dich. Können wir uns bald mal auf SSO treffen? Ja, lieber Delia, treffen können wir uns auf jeden Fall auf SSO, wenn du mich mal siehst. Ich bin ja auf dem ersten Server, auf Winterstar, und wenn du mich siehst, kannst du mich einfach anschreiben und um ein Foto bitten oder einfach mit mir quatschen. Und wer alle zwei Wochen versuche ich ja einen Level-Stream zu machen. Jetzt nächstes Wochenende würde wieder einer anstehen. Also, wenn du da möchtest, kannst du gerne kommen. So, das hier unten darf ich nicht vorlesen. Ah, okay. Du bist auf einem anderen Server. Es wird schwierig, aber du kannst zumindest zuschauen bei den Streams. Die werden ja immer übertragen auf Hitbox. Auf jeden Fall ist es ein toller Brief. Sehr schön gestaltet. Ich bin gerade am Überlegen, wie alt du bist. Weil es interessiert mich nicht immer, aber wisst ihr, durch meine Arbeit mit Grundschulkindern, also sprich 1. bis 4. Klasse, die Kinder sind da so 6 bis 11 Jahre alt. Und die haben so eine dermaßen unterschiedliche Schrift. Aber gleichzeitig kristallisiert sich so ein bisschen in allen Jahrgangsstufen ein bestimmtes Muster raus. Das heißt, man sieht genau, okay, der ist jetzt in der 2. Klasse, der das geschrieben hat, oder die ist in der 4. oder so. Also es gibt schon ein gewisses Muster. Aber gut, es ist jetzt pädagogisches Wissen, damit will ich euch nicht langweilen. Ah, so, dann haben wir hier wurde was gemalt. Das hat meine Mutter gemalt, so gut, wie sie es konnte. Ach, süß. Schaut mal. Das ist ja cool. Dankeschön, liebe Delia, für diesen Brief. Hat mich sehr gefreut. So. Tun wir das hier wieder. Ja, gib nur Gas mit deinem Rasenmäher. Das ist so typisch. Immer wenn ich was aufnehmen will. Also, ja. Na gut, das ist ja der zweite Brief. Aha. Ich glaube, ich kenne den Ort sogar, wo es herkommt. Mit Asterix-Briefmarke. Yay, hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, glaube ich. Schauen wir mal. So. Was haben wir denn hier? Tim.
Ja, hier steht auf jeden Fall nichts, das ich nicht vorlesen darf. Okay, hallo Jolien, diese Schrift müsste dir bekannt vorkommen. Richtig, ich bin es, Natalie, immer noch 9 Jahre und dieselbe. Ich habe das Video von meiner Post gesehen und hat dir der Palomino, den ich dir geschickt habe, gefallen? Ach, du warst es, jetzt! Ja, natürlich, natürlich. Ich habe dir auch ein Bildbilder geschickt. Fragen, welches Bild von mir hat dir gefallen? Oh Gott, das ist schwierig. Ich glaube wirklich, dass... Die waren alle so toll. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich glaube eigentlich schon. Also es ist ja noch nicht lange her. Ich habe nur ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also eigentlich fand ich alle echt schön, weil jedes... Ich muss jetzt da ein bisschen nochmal aus der pädagogischen Ecke plaudern. Für mich ist es bei jedem Bild sehr interessant, es einfach zu betrachten. Egal, ob es der, der es gemalt hat, schön findet oder nicht. Weil man kann aus einem einzelnen Bild ziemlich viel rauslesen, sowohl vom Gefühlstechnischen her, wie hat sich der oder diejenige gefühlt, als er es gemalt hat, oder hat er dabei vielleicht an was Bestimmtes gedacht, hat er besonders den Fokus auf eine Sache gelegt. Also das sind wirklich so ein paar pädagogische Aspekte, mit denen man dann solche Bilder betrachten kann. Und deswegen finde ich eigentlich jedes Bild wirklich wunderschön, weil ich liebe das einfach, Bilder zu betrachten und mir meine Meinung dazu zu bilden oder ein bisschen zu spekulieren, ja, wie war der oder die drauf, wo ist der Fokus und so. Gut, ich höre schon auf mit meinem pädagogischen Gelaber, aber Berufsangewohnheit würde ich jetzt mal sagen. Reitest du in echt? Ja, ich muss sagen, ich bin geritten, 7 Jahre und habe vor einem halben Jahr aber meine Reitbeteiligung beendet, weil es einfach vom Geld und vom Zeitlichen her nicht mehr so ging. Und deswegen, ja. Aber ich muss sagen, ein bisschen vermisse ich es schon. So nicht mehr im Stall zu sein, ist schon schwierig. Gerade die erste Zeit war es komisch, aber ich vermisse es schon. Aber es geht im Moment nicht. Ihr merkt es ja, ich kann ja sowieso nur einmal im Monat Legende der Seelenpferde rausbringen und eben einmal in der Woche ein Postvideo. Und dann bin ich gerade noch an den 2 Kurzfilmen dran, die noch ausstehen, und wir sind bald bei den 9000. Wir müssen ein bisschen was über 8800 Abonnenten haben, glaube ich. Na gut. So. Ab wie viel... Was? Uhren? Oder... Ach, Jahren. Willst du mit YouTube und Starstable aufhören? Eigentlich will ich gerade im Moment gar nicht aufhören. Ich bin zwar nicht mehr ganz so süchtig nach Starstable, wie ich es am Anfang mal war, sag ich mal. Aber... es macht nach wie vor Spaß, vor allem was mir wirklich Freude macht, ist das Leveln gehen mit euch. Das ist eine Riesenfreude, und eure Fragen zu beantworten, und dann ist meine liebe June immer noch dabei und es macht so Spaß, ich liebe es. Und ja, ich möchte jetzt im Moment noch nicht aufhören, und mit YouTube würde ich überhaupt nicht aufhören. Selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr auf Jolien Sea Daughter Videos machen würde, aus irgendeinem Grund, würde ich vermutlich meine Geschichten vielleicht vorlesen oder im Allgemeinen irgendwie Serien drehen oder... Geschichten. Ja, ich glaube, das Näheste wäre, Geschichten vorzulesen. So, jetzt noch ein paar Bilder, wenn man es so nennen kann. Schaut mal hier. Toll. Faye gemalt, und ich glaube, das bin ich. Und hier ist ein Adler. Sehr schön. Danke, liebe Nadine. Und dann hast du hier noch etwas gemalt. Okay. Das ist auch ein sehr ausdrucksstarkes Bild. Auch aus diesem Bild kann ich sehr, sehr viel rauslesen. Schaut mal. Ja. Tja, auch ich bin nicht fehlerlos. Ganz im Gegenteil. Ja. Akku leer gewesen. Super toll gemacht, Jolie. Schäme mich. Schäme mich. Egal. Also, ja, wie gesagt, aus dem Bild von der Nadine kann ich sehr viel rauslesen, zum Beispiel, dass es in kurzer Zeit gekritzelt, also gemalt wurde. Und was Frolululululul heißt, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann mir das mit Dinadin ja das unten in die Kommentare schreiben. Ein amüsantes Bild auf jeden Fall, was einen sehr zum Lächeln bringt. Und ich finde, das ist die Hauptsache. So, in diesem Sinne, habt noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter. Also hier in Bayern bei uns ist traumhaftes Wetter. Und vielleicht sieht man sich in Starstable oder im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.